Artikelnummer SCP-030. Objektklasse Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-030 wird in Standort 17 in einer modifizierten Verwahrzelle für Humanoide verwahrt. Es müssen geringfügige Anpassungen an zum Beispiel dem Schreibtisch und Stuhl vorgenommen werden, um der Statur von 030 gerecht zu werden. Die Beleuchtung innerhalb der Zelle kann auf Anfrage von SCP-030 mittels Dimmschalter auf bis zu 2000 Lumen eingestellt werden. Um SCP-030 in einem inaktiven Zustand überzuführen, kann das Personal die Beleuchtung mittels Außenschalters vollständig abschalten und bei Bedarf Verdunklungsvorhänge zuziehen. Für die Beobachtung von SCP-030 in seinem inaktiven Zustand stehen Standard-Nachtsichtgeräte zur Verfügung. SCP-030 ist es erlaubt, alle 90 Tage Materialien für seine persönlichen Forschungen zu beantragen. Alle zuvor beantragten Materialien sind vor einer neuen Lieferung einzusammeln und zu vernichten. Alle Materialien müssen vor der Lieferung von Forschungs- und Sicherheitspersonal geprüft werden. SCP-030 darf keinen Zugang zu modernen wissenschaftlichen Journals oder Texten haben. Belletristische Werke sind nur erlaubt, wenn sie vor dem Jahr 1623 produziert worden sind, um die Integrität seines angeborenen Wissens zu bewahren. Mitarbeiter, die sich schriftlich mit SCP-030 beraten möchten, müssen einen formellen Antrag, Dokument Nummer 030-RS/B, an den diensthabenden Forscher richten. Jegliche Korrespondenz ist aufzubewahren. Mitarbeiter, die SCP-030 persönlich konsultieren möchten, müssen mindestens 30 Tage vor dem von ihnen gewünschten Termin einen formellen Antrag an die Standortleitung stellen. Dokumente 030-RP/A und 17-030/A. Alle Beratungen sind aufzuzeichnen und aufzubewahren. Leitende Forschungsmitarbeiter können beantragen, dass SCP-030 vorübergehend und für maximal eine Stunde aus seiner Verwahrung entfernt wird, um ihm Einblick in nicht eingeschränkte Materialien oder Ereignisse innerhalb Standort 17 zu ermöglichen. SCP-030 darf unter keinen Umständen das Gelände von Standort 17 verlassen. Anträge für solche Freigänge müssen der Standortleitung und dem Sicherheitspersonal mindestens 30 Tage vor dem bevorzugten Termin persönlich vorgelegt werden. Alle Freigänge sind aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen aufzubewahren. SCP-030 wurde mit einem Ortungsgerät Seriennummer 030171 ausgestattet, sodass sein Aufenthaltsort innerhalb von Standort 17 jederzeit genau bestimmt werden kann. Beschreibung: Bei SCP-030 scheint es sich um einen haarlosen, geschlechtslosen, 71 cm großen und 12,7 kg schweren Menschen mit grauer Haut zu handeln. Seine Augen erscheinen einfarbig blau, ohne erkennbare Iris oder Pupillen und ähneln kleinen, geschliffenen Saphiren. SCP-030 besitzt eine androgyne Stimme mit einem ausgeprägten englischen Akzent, der derzeit nicht einer spezifischen Region zugeordnet werden kann. Weiterhin beherrscht es Altgriechisch, Latein, Italienisch, Englisch, Spanisch und Portugiesisch sowie zwei weitere Sprachen, welche noch nicht identifiziert werden konnten. SCP-030 besteht jedoch darauf, dass diese, Zitat, allgemein bekannt sein sollten. SCP-030 besitzt ebenfalls Kenntnisse in Physik, Chemie, Astronomie, Mathematik und Gartenbau, die in etwa denen eines Gelehrten aus dem 17. Jahrhundert entsprechen. Darüber hinaus besitzt SCP-030 Kenntnisse in diesen Forschungszweigen, die nicht in historischen Aufzeichnungen erscheinen. Diese alternativen oder gänzlich unbekannten naturwissenschaftlichen Forschungsansätze sind ein Beispiel für den Nutzen von Beratungen mit SCP-030. SCP-030 bleibt aktiv, solange sich eine Lichtquelle mit mindestens 15 Lumen innerhalb von 1,5 Metern befindet. In Abwesenheit von Licht wird SCP-030 träge, verliert anscheinend das Bewusstsein und zeigt keine äußeren Lebenszeichen. Innerhalb von 5 bis 10 Sekunden nach erneuter Lichteinwirkung wird SCP-030 wieder aktiv. Es wirkt dabei, als würde es aus einem leichten Schlaf erwachen, unabhängig davon, wie lange es zuvor inaktiv war. Es scheint, dass im Gegensatz zu Menschen, welche regelmäßig Schlaf benötigen, SCP-030 diese Inaktivitätsperioden nicht benötigt und es hat den Wunsch geäußert, so lange wie möglich in seinem aktiven Zustand zu verbleiben.
Eine Biopsieanalyse von SCP-030 blieb ergebnislos. Während es zum Großteil aus verschiedenen Tonsorten aus den englischen Grafschaften Kent, Surrey und dem Großraum London besteht, wurde in jeder entnommenen Probe Spuren von Alraune, Mandragora officinarum, Lauge, Quecksilber und menschlichem Blut gefunden. SCP-030 hat ausgesagt, dass ein vollständiger chirurgischer Eingriff zur Bestimmung seiner Funktionsweise möglicherweise seine Existenz beenden würde. Die aus SCP-030 entnommenen Proben regenerieren sich nicht und Probenentnahmen sind derzeit untersagt, um die Integrität von SCP-030 zu sichern. Obwohl SCP-030 beschädigt werden kann, scheint es keine Schmerzen zu empfinden und wird einfach jeden Teil seiner Anatomie, der deformiert wird, neu formen. SCP-030 kann nicht direkt mit menschlichen Händen verformt werden. Es kann allerdings eine beliebige Anzahl von Werkzeugen verwendet werden, um seine Oberfläche zu verändern. SCP-030 atmet nicht, benötigt keine Nahrung und produziert keine Abfallprodukte. Es verlangt allerdings in seltenen Fällen nach einem Bad. SCP-030 bezeichnet sich selbst als Ariel und fordert das Personal regelmäßig auf, es bei diesem Namen zu nennen. Fragen, wie und von wem SCP-030 geschaffen wurde, werden routinemäßig mit einer scheinbar auswendig gelernten Erklärung beantwortet. Zitat: Ich wurde gebeten, diese Information zu vergessen. Es tut mir schrecklich leid. SCP-030 gibt diese Antwort jedes Mal im gleichen Ton und in der gleichen Kadenz ab, wenn Fragen zur Herkunft oder zum Hersteller gestellt werden. Angesichts seiner Zusammensetzung und seines Fundortes wird eine Verbindung zu den Alchemisten von Alagata vermutet. SCP-030 wurde vor dem Bau eines Parkplatzes am 12. Juni während einer obligatorischen archäologischen Untersuchung im Londoner Mortlake District entdeckt. Es wurde etwa 2,7 Meter unter den Straßen in einem kleinen Steinsarkophag begraben gefunden. Der Sarkophag trug keine Markierungen. Und es wurde angenommen, dass es sich um den eines verstorbenen Kleinkindes handelt, da weitere Gräber im gleichen Gebiet entdeckt worden waren. Der Sarkophagdeckel wurde während der Ausgrabung zertrümmert, wodurch SCP-030 dem Tageslicht ausgesetzt wurde. Nachdem SCP-030 von den Sonnenstrahlen getroffen worden war, erwachte es innerhalb weniger Sekunden aus seinem inaktiven Zustand in einen Zustand milder Aktivität und wünschte den versammelten Bauarbeitern einen, Zitat, guten Tag. Ein Mitglied der Groß-Londoner Aufklärungstruppe der Foundation wurde innerhalb weniger Stunden herbeigerufen und nahm das Objekt ohne Widerstand in Gewahrsam. Die begrenzte Anzahl von Zeugen wurde mit Amnestetika versorgt und freigelassen. Anhang 1. Dokument 030-C. Sicherheitsprotokolle für SCP-030. 14. September. Ortungsgerät an SCP-030 angebracht. 21. Dezember. SCP-030 meldet Fehlfunktion seines Ortungsgeräts. Reparaturen innerhalb von 6 Stunden abgeschlossen. SCP-030 bietet seine Unterstützung an, dies wird aber aus Sicherheitsgründen abgelehnt. 13. März. SCP-030 schließt ein 18-wöchiges Seminar über die unbekannte Sprache Alpha, Codename Zephyr, ab. 5 Mitarbeiter, die teilgenommen haben, sprechen die Sprache nun fließend. Lexikographie wurde an O5 übermittelt. 2. Juli. Während einer Beratung macht Forscher versehentlich mehrere Bemerkungen zur Photovoltaik-Technologie. Das Gespräch endete, bevor der Forscher substanzielle Ausführungen machen konnte. 12. August. SCP-030 bittet um eine Lieferung von Magnesium und gibt an, dass es beabsichtigt, Proben zu entzünden, um das erzeugte Licht zu untersuchen. Antrag vom Forschungsteam abgelehnt. 14. November. Vorfall 030-1. Unter ausschließlicher Verwendung von scheinbar handelsüblicher Blumenerde, Ingwer, Zingiber officinale, einer 72 Gramm Probe Rutilquarz und einem 23 cm langen aufgewickelten Kupferdraht stellt SCP-030 ein Objekt oder Gerät her, das in der Lage ist, durch unbekannte Mittel beträchtliche Mengen an gerichtetem ultraviolettem Licht auszustrahlen. Das Gerät wurde beschlagnahmt. Die Wirkung ist ohne direkten Eingriff von SCP-030 derzeit nicht reproduzierbar. Unsere Forscher beraten gegenwärtig, ob SCP-030 in dieser Richtung weiter forschen darf.
Es wird spekuliert, dass SCP-030, nachdem es minimale Informationen über die Existenz des photoelektrischen Effektes erhalten hat, möglicherweise darauf hinarbeitet, eine alternative und möglicherweise anormale Manifestation dieses Effektes zu erzeugen. Alle Forschungen von SCP-030 werden ausgesetzt und alle Materialien bis zur weiteren Überprüfung entfernt.